Liedpate wäre der nämlich. Hm. Also was meinst du? Schau mal hin. Schau mal zurück. Mitte von der ersten Spitze. Von der ersten Spitze. Ja, das macht Sinn. Ja. So Leute? Sieht man jetzt keinen Unterschied, ne? Schau mich mal an. Geputzte Zähne habe ich auch. Das ist immer das mit dem Lippenstift, finde ich. Das ist immer gut. Und du kannst ja am Rücken irgendwie. Weiß ich nicht. Ich mache halt eine Haare. Kennengelernt habt ihr euch beide durch euren gemeinsamen Freundeskreis. Bei verschiedenen Partys, Geburtstagsfeiern seid ihr euch immer wieder begegnet, aber gefunkt. Gefunkt hat es erst dann beim Fasching in Illertissen, und zwar genau am 2.2.2012. Ja, also heute genau vor 8 Jahren. Und nun ist wohl auch das Rätsel gelöst, warum wir uns heute am Sonntagmittag hier treffen, nämlich am 2.2.2020, also genau 8 Jahre. Nicht nur wegen dem schönen Datum heute, sondern auch wegen dem 8. Kennenlerntag. So frage ich deshalb dich, Maximilian Görtler, ist es dein freier und dein ungezwungener Wille, die Ehe mit der hier anwesenden Ronja Eils angehen zu wollen? Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Dann frage ich auch dich, Ronja Eils, ist es auch dein freier Entschluss, die Ehe mit dem hier anwesenden Maximilian Görtler eingehen zu wollen? Dann antworte auch du bitte mit Ja. Ja. Nachdem ihr beide laut und deutlich meine 2 Fragen jeweils mit Ja beantwortet habt, darf ich nun in Gegenwart eurer Trauzeugen, eurer Eltern, Freunde, Verwandten, ja, und auch in Gegenwart von der kleinen Valentina feststellen, dass ihr ab sofort rechtmäßig verbundene Eheleute seid. Ich darf euch beiden dazu ganz, ganz herzlich beglückwünschen und insbesondere natürlich der Frau Görtler meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. First, oh, how I love.